Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Wie mir eben halt gesagt worden ist, kann ich, was Abbauen angeht, weitermachen. Aber ich soll eben halt ich habe das Aufnahmeprogramm eben halt im Hintergrund am Laufen gehabt und auf einmal höre ich so ein ganz komisches Geräusch. Dachte ich mir, kennst du doch. Und siehe da kommt eine Kiste runtergeflogen. Ich muss sagen, dass das allererste Mal, sorry, dass ich gerade bisschen perplex bin, weil wie schon gesagt, das ist ja Entschuldigung, das ist das erste Mal hier im Let's Play, dass wir eine Kiste finden. Natürlich schauen wir uns die nach ganz, ganz schnell, bevor es dunkel wird. Wie man eben halt auch gerade gesehen hat, ein bisschen Stein gesammelt, ein ganz kleines bisschen Lehm, hier unten ist er. Und naja, erstmal ganz, ganz schnell zur Kiste hinterher. Du hältst die Klappe. Hatte zwischendurch noch einen kleinen Konflikt mit ein paar Zombies. Aber das war so minimal, dass ich mir gedacht habe, nö, brauchst du jetzt nicht aufnehmen. Waren bloß 3, 4, die mich da begrüßen wollten, beziehungsweise die ich begrüßen wollte. Und da ist er. Erstmal schnell alles einsacken. Weil ich schon nämlich viel Fuß getrappelt. Sehr, sehr viel Fuß getrappelt. Wow. Und jetzt langsam aber sicher wieder. Alter, was ist denn jetzt los? Und ich habe meine Pfeile weggesteckt. Ja, klasse. So, aber da wir jetzt eben halt schon in der Aufnahme sind, werden wir auch dann gleich weitermachen, das Haus zu bauen. Okay. Muss ja auch fertig gemacht. Wow, muss ja auch fertig gemacht werden. Ist das wieder so eine vermaledeite Horde? Vogelnest habe ich noch gefunden, dass ich mir mehr Armbrustbolzen bauen kann. Weil die sind alle draufgegangen, habe ich alle verschossen. Aber das sollte ja nicht so schlimm sein. Man findet ja Vogelnester hier eigentlich in Hülle und Fülle. Das Problem ist es also nicht. So, dann habe ich hier noch ein bisschen Eisen eingeschmolzen. Das jetzt im Übrigen aufgebraucht ist. Okay. Wir werden dann noch ein bisschen Holz hacken. Weil das ist das Einzige, was uns noch fehlt. Oh, eine SMG. So, First Aid können wir ja rein theoretisch schon. Aber lernen können wir es trotzdem. Weil, warum nicht? Und nun geht es erstmal straff daran, uns das Zeug herzustellen. Weil, wie schon gesagt, es ist. Wird langsam echt essentiell, dass wir unser Haus fertig bekommen. Oh Gott, ich muss die Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Ich habe keine Ahnung, was ich das letzte Mal gemacht habe. Bin ich ehrlich. Ich bin jetzt eigentlich komplett raus aus der letzten Aufnahme. Oh, da ist wieder so ein Digger. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt wirklich wieder dort sind, wo wir waren, beziehungsweise dass ich noch ungefähr weiß, was wir letztes Mal gemacht haben, weil ich gucke mir die Aufnahmen nicht an. Habe ich schon hier gerade ein Vogelnest gesehen? So. Da fliegt der Vektorkopf. Das stimmt ja. Hehehe. Hab ja keine Pfeile mitgenommen. Ich halt. Geh mal weg, du Schwein. Ich brauch das. Genau.
Nachladen, worum man auch immer einen Bogen nachladen muss, ich weiß es einfach nicht. Aber hier muss man es halt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jedes Mal verziehe, wenn ich hier ziele. Gut. Du wirst auch erledigt. So, nee, jedenfalls Holz sammeln, Steine sammeln ist natürlich immer noch die höchste Priorität. Deswegen werden wir jetzt auch schnell weitermachen. Und eben halt auch diese Pflanzenfasern braucht man natürlich alles. Gut. Ich glaube, demnächst werden wir uns mal auf Federnsuche machen. Aber dann hinten in dem verbrannten Tal. Weil wir brauchen echt langsam wieder Federn. Geht's uns gar nicht. Wir können uns sonst nicht verteidigen. Also gar nichts machen. Warten da jetzt. Na komm. Wie die sich immer zusammenrollen. Putz. So. So. Weiter geht's. Wir brauchen Pflanzenfaser. Und davon haben wir en masse hier in der Nähe. Das ist eigentlich schon ganz praktisch. Ich kommentiere das gerade, als würde ich das zum ersten Mal spielen. Nee. Na, kommst du her. Warum nicht? So, ich habe gerade gesehen, Wasser brauchen wir demnächst auch mal wieder. Genauso wie Essen. Unser bevorzugtes Essen ist ja hier mittlerweile dieses. Ich habe keine. Holt. Moment, mal schnell was gucken. Crossbow Bolt. Ich hoffe, wir kommen heute richtig weit mit dem Hausbau. Wir haben jetzt schließlich über 500 Steine. Blöderweise haben wir keinen Hammer. Also diesen. Ach so. Habe ich auch noch gefunden. Dieses Hunting Knife. Ach dort. Dieses Hunting Knife. Glaube ich, in einem Zombie. Ja, also wir können uns jetzt dieses Messer bauen, brauchen nicht mehr das Knochenmesser. Ist eigentlich ganz praktisch. Weil das war ja schon ein bisschen nervig mit diesem Messer da rumzuhantieren. Da kommst du her. Bin ich jetzt total bescheuert? Ich will keine Antwort drauf haben. Den Bär lassen wir am Leben. Ist ein sehr, sehr guter Nachbar. So, dann brauchen wir jetzt noch die Dinger hier. Können wir zwar nicht allzu viele herstellen, aber besser als gar keine. Weil jetzt müssen wir uns doch ein bisschen beeilen. Moment. Wo ist dieser kleine Hammer? Ach, den können wir noch nicht bauen. Okay. Da fehlt uns eben halt die Vorlage. Das ist gerade ein bisschen scheiße. So, wie schon gesagt, ich hoffe, wir werden dieses Mal fertig mit dem Haus. Ansonsten, ich habe so das blöde Gefühl, dass wir die Nacht nochmal richtig Besuch kriegen. Ich schaff's bloß nicht.
Aber wir haben eben halt, wie schon gesagt, der Bär, der hilft uns da schon doch ganz schön weiter. Hoffe ich zumindest. Der kann natürlich uns angreifen, das ist klar, aber lieber dann catcht sich die Zombies anstatt uns. Oh Gott. So, weiter geht's. Mit den Zombies wird es natürlich schneller gehen. Ich weiß, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Gott, das war jetzt echt ein Ding, hier so schnell die Aufnahmetaste zu suchen. Zum Glück, ich habe das Aufnahmeprogramm im Hintergrund am Laufen gehabt. Entschuldigung, aber der berühmte Frosch im Hals bei mir. So. Also fertig werden wir bestimmt nie, weil wir haben kaum noch von dem da was. Was mich ein bisschen nervt. So, der nächste Plan für die nächsten Folgen, wie schon gesagt, Priorisierung, erstmal das Haus. Dann geht es wieder in die Stadt. Wir brauchen noch ein paar Vorlagen bzw. Schematics, die Dinger halt, die ich da gefunden habe. Wird eben halt noch gebraucht, zum Beispiel eben halt für den Zimmermannsammer. Weil der hilft ihnen doch schon ganz schön weiter, zumindest was hier das Aufbauen und Upgraden angeht, weil mit der Steinaxt dauert es ein bisschen. Mit dem Hammer wird es weiter schneller gehen, definitiv. Aber naja, kann man halt nichts machen. Huch. So. Ich hoffe, die FPS-Zahl stimmt. Ich hoffe, die Qualität stimmt. Weil ich habe es bloß mal kurz angetestet, ob es funktioniert. Ich schaffe es zumindest. So, weil ich nehme nämlich gerade wieder mit OBS auf. Das ist eigentlich gar nicht mal so dumm, das Programm, muss man mal sagen. So. Alle Zep, Zep und Zep. Danke. Und das Praktische eben halt bei OBS ist es außerdem, dass es kostenlos ist. Und ich muss sagen, die Qualität, also ich nehme Minecraft auch ebenfalls mit OBS auf und ich muss sagen, die Qualität ist eigentlich ganz gut. Warum ich mir da eben halt teure Aufnahmeprogramme und Renderprogramme geholt habe, frage ich mich eigentlich jetzt gerade. Weil, wie schon gesagt, das läuft. Es läuft sogar flüssig. Zumindest mit den Einstellungen, die ich schon vorgenommen habe. Funzt. Finde ich eigentlich ganz toll. So, ich habe uns gesehen, der hat Hunger. Hat er auch Durst? Ja, hat er. Drink. Und trinken. Haben wir noch was zu essen einstecken? Also was Ordentliches zu essen. Huch. Das war mein Handy, was runtergefallen ist. Nie so schlimm. Passiert. Im Krieg. So wie im Frieden. Ach nee, ich hab so einen Treffer am Planeten. Essen haben wir echt bloß noch das. Gerade ein bisschen mies. Will ich nie essen, aber Moment. Take. Gucke noch mal kurz hier rein. Kaffee braucht ich hier. Da brauchen wir eine Bottled Wasser. Haben wir nicht. Ja, nicht so schlimm. Es wird nämlich schon wieder düstern. Also, das ist schummrig. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich die Nacht eben halt wieder aufnehme oder ob ich sein lasse, weil ich werde das oder so kriegst, das echt nur im Haus glucken. Weil Angst. Habe mich schon gerade noch mit dem Kumpel unterhalten, aber auch gesagt, durch das Spiel kriegt man Paras. Ohne Witz. Ohne Witz. Heps, heps. Da ist er wieder, der Hirsch. Sind sogar zwei. Cool. So.
Und wie man unten eben halt sieht, die Steine nehmen rasant ab. Das Problem ist eben halt, wir sind eben halt noch nicht fertig. Noch annähernd nicht fertig. Also ich will das ungefähr so hochbauen hier. Mit der hier ist. Und naja. Aber ich sehe schon, das war's schon wieder für die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal dann. Tschüssen!